Hallo, da spricht Manuel Schöll aus CD. Das Team von Mr. Pommerleut und alle, die damit involviert sind, haben die Möglichkeit, mit europäischen Firmen, nicht nur mit Belgien, mit Österreich, Deutschland und Schweiz, sondern auch mit anderen Ländern Verträge abzuschließen, um das Antriebssystem Electromagnetic Propulsion, das auf Magnetismus basiert, in die Wirklichkeit umzusetzen, in die Tat umzusetzen, um für eine umweltfreundliche Welt zu sorgen. Es ist dann auch keine Tankstelle mehr nötig, wo ihr immer auftanken müsst. Das lästige Auftanken fällt weg. Und die können dann langsam abgebaut werden, so wie es sich auch gehört. Wer das nicht versteht, der soll bitte den Heiligen Geist bitten, der sie aufklärt, der sie, lieber Zuschauer, aufklärt darüber, über dieses Thema. Oder Gott den Vater. Ihr könnt mit Gott den Vater sprechen, ihr könnt mit Gott den Heiligen Geist sprechen, ihr könnt mit Gott den Sohn sprechen. Sie alle werden euch antworten, wenn ihr Fragen habt über dieses Thema. Es ist ein ernsthaftes Thema, das die Umwelt betrifft. Und wer sich um dieses Antriebssystem kümmert, das für die Verkehrsmittel auf privater Ebene, als auch auf den Transportwegen für Einkaufshäuser, und für den Flugverkehr und sogar für Space Shuttles, also für Flying Vehicles, die in andere Galaxien sogar reisen können, ist das alles möglich mit diesem Antriebsmotor Electromagnetic Propulsion System. Electromagnetic Propulsion System. Sprecht die Nachricht weiter und wisset, dass in Bezug auf die Raumfahrt, dass das alles geschieht nur unter dem Willen Gottes, der erlaubt hat, dass wir Menschen zu einer weltraumzivilisierenden besiedelnden oder reisenden Weltraum Gemeinschaft werden. Und das ist auch gut so, weil unter dem Schutz Gottes, Elohims, dem dreifaltigen Gott, sind wir geschützt. So, danke, euer Manuel Cellos CD.